Vor 2 Wochen bin ich aus Südtirol zurückgekommen und da Südtirol vor einer Woche zum Corona-Risikogebiet erklärt wurde, bin ich die vergangene Woche zu Hause geblieben. Das hat sich echt komisch angefühlt, gesund zu Hause zu sitzen, während unten in Esslingen der Karateunterricht läuft. Ich freue mich riesig drauf, morgen am Samstag endlich wieder auf der Matte zu stehen und mit denen, die da sind, zu trainieren. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass ab Dienstag die Schulen und Kitas in Baden-Württemberg geschlossen bleiben werden. Das stellt sicher auch die Eltern vor eine ziemlich große Aufgabe. Wie kriege ich mein Kind betreut und wie vermeide ich den Lagerkoller? Wir hatten es hier schon in der vergangenen Woche und es war nur eine Woche. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten 5 Wochen werden. Solange wir nicht von offizieller Seite gezwungen werden, unsere Schule zu schließen, findet der Unterricht zu den gewohnten Zeiten statt. Eltern entscheiden bitte selber, ob sie ihre Kinder in den Unterricht bringen wollen. Wir nehmen uns die Freiheit, Teilnehmer und Zuschauer, die offensichtlich krank wirken, nach Hause zu schicken. Mehrmals täglich desinfizieren wir die Türklinken, Matten werden regelmäßig gereinigt. Und für Schüler und Schülerinnen, die nicht zum Unterricht kommen können, stellen wir ab 16. März wöchentlich altersgerechte Heimtrainingspläne und Lehrvideos zur Verfügung. Das ist auch eine tolle Chance für Eltern, mit ihren Kindern gemeinsam ein bisschen zu trainieren. Wenn ihr dafür Trainingsmaterial, Pratzen oder sowas braucht, dann sprecht mich an, ich kann das sicher auch schnell besorgen. 5 Wochen, also von ja fast 5 Wochen von Dienstag bis nach den Osterferien, sind eine verdammt lange Zeit. Und wir können jetzt auch schlecht alle 5 Wochen in Urlaub fahren. Was machen wir also in der Zeit mit unseren Kindern? Unsere Kinder werden sich noch lange an diese Zeit erinnern, wenn sie mit uns zu Hause waren und viel Zeit mit uns verbracht haben. Und was können wir für tolle Projekte mit unseren Kindern machen? Wenn die Kampfkunst dabei eine kleine Rolle spielt, ist das schön. Dann ist es ein Punkt am Tag, wenn wir sagen, okay, um 4 oder um 6 trainieren wir ein bisschen. Dafür geben wir euch nächste Woche Pläne, was ihr üben könnt. Wir geben euch auch kleine Hausaufgaben, die könnt ihr posten, könnt mir schreiben. Wer bei Facebook ist, kann es bei Facebook posten, dass wir ein bisschen Austausch haben. Hey, ich habe das und das gemacht. Ich trage dafür auch dann die Stempel auf der Stempelkarte ein. Aber wir werden auch unsere Schule offen halten. Das heißt, wer zum Unterricht kommen möchte, darf selbstverständlich auch gern zum Unterricht kommen. Nur wer krank ist, sollte bitte zu Hause bleiben. Außerdem bitte ich alle Eltern, euren Kindern beizubringen, nicht andere anzuhusten. Es passiert mir oft, dass ich gerade auf der Matte stehe, einem Kind den Gürtel binde und es macht. Da bin ich dann nicht so begeistert. Husten heißt wegdrehen, in die Ellbogenbeuge. Das haben wir jetzt alle schon gelernt. Wir haben zum Glück noch genug Desinfektionsmittel in der Schule, dass wir uns vor dem Unterricht und nach dem Unterricht die Hände sauber machen können. Wir werden in nächster Zeit weniger Partnerübungen machen, mehr auf unsere Grundtechniken und Formen achten und mehr an Sandsäcken, Standfiguren und so weiter trainieren, um einfach auch da jegliche Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Bleibt gesund!